Es ist morgen früh. Auf dem See ist erst einer unterwegs. Der Fritz Loredan. Der Bergführer beurteilt im Auftrag der Gemeinde Kandersteg jeden Tag die Lawinensituation und misst, ob das Eis genug dick ist. Jetzt habe ich gebohrt. Ich gehe mit diesem Stecken runter. 15 cm habe ich hier. Super. Wie dick muss denn das Eis sein? 10. 10 cm muss ich Minimum haben, dass ich den See freigeben für Aktivitäten, sei das Eisfischen, Schlittschuhlaufen oder auch zum Wandern. Ab 10 cm ist es dick genug. Und darum strömen auch an diesem Tag wieder hunderte Leute auf den See. Unter der Eisdecke schwimmen die Regenbogenforelle, kanadische Seeforelle und Saibling. 6 Fische pro Person sind erlaubt, aber nur, wenn sie genug gross sind. 25 cm. Steig schnell, nur mal ruhig. Ein kleiner Stünkel. Er soll noch ein bisschen wachsen. Ich darf dann wieder schwimmen. Eisfischen darf jede und jede. Man muss einfach ein Patent lösen. An Spitzentagen werden 150 bis 200 davon verkauft. Der Öschinensee ist begehrt. Immer mehr, auch bei den Jungen, stellt der Fritz Loredan fest. Die sind auf dem Handy am Mama drücken und dann sehen sie Fotos, wie die da am Fischen sind und denken, oh, da gehe ich jetzt auch, weil ich tue ja im Sommer auch fischen, dann kann ich doch auch im Winter mal fischen. Auch der 17-jährige Janis Bircher zeigt seine Fänge einmal gerne seinen Follower. Ich teile es jetzt auf Insta, also Instagram, dass die auch mal sehen, was du so ein bisschen machst draussen, oder wenn man einen schönen, also einen grossen Fisch hast, der auch ja, ein bisschen, wenn eine Art etwas bedeutet. Unter anderem wegen den sozialen Medien kommen die Leute aus der ganzen Welt hier einfischen. Platz gibt es jeden Tag neu, die Löcher gefrieren über Nacht wieder zu.